Hallo, ihr Baumfreunde. Seid ihr witzig drauf? Dann heute wird wieder... Also, ich bin heute witzig drauf. Und ich auch. Ich bin heute witzig drauf. Wir dürfen nicht rappen. Nein, 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 stopp. Wir dürfen nicht rappen, okay? Wir müssen jetzt eine Folge ohne Rappen machen, okay? Let's go. Oh nein. Okay. Eine Folge ohne Rappen. Hallo, meine werten Damen und Herren. Und willkommen wieder zurück. Okay, ja, Schere, Stein, Papier, komm. Der Verlierer fängt an. Okay? Schere, Stein, Papier. Oh mein Gott, jetzt trickst du mich wieder aus. Papier. Ja! 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 Der Schere-Stein-Papier-Boss schlägt zurück. Der Schere-Stein-Papier-Boss schlägt mal wieder zu. Okay. Also, wie war denn das nochmal? Fängst du jetzt an oder fange ich jetzt an? Naja, daher, dass ich verloren habe, muss ich anfangen, ne? Musst du anfangen, Schui. Okay. Ja, ich fange an. Dann stell dich bitte dahin, geh in den Game-Mode 0. Wo bist du? Wo bist du? Okay, gut. Okay, 3, 2, 1, los. Na, lass uns das mal hier gemeinsam bitte ansehen. Bitte sing nicht schon wieder das erste Mal. Nein, 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 wir gucken uns das einfach nur gemeinsam an. Okay, 3, 2, 1, let's go. Der Johann, der Johann und der gute andere Enderman. Alter, voll cool mit The End. Na, wie geht's? Hervorragend, sagt Konstantin. Warum ist da eine Badewanne, Mann? Konstantin sagt hervorragend. Konstantin, hör auf, das bringt und nichts. Johann. Aber guck mal, hast du das schon gesehen? Was? Eine Badewanne. Zwei knallharte Enderman-Corps. Was macht denn diese Badewanne da in diesem End, gell? Was ist das für ein Ding? Schnell, die haben einfach so eine Badewanne bei sich, gell? Okay, aber ist ja noch nicht witzig. Also, noch nicht. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommt da ja noch was. Das ist ja noch nicht witzig. Weiß ich nicht. Ich sehe sie zum ersten Mal, sagt Konstantin. Was hat der Konstantin eigentlich um den Mund? Ich sehe da manchmal... Was macht der da? Oh mein Gott. Schnurrbart hat er. Ich glaube wirklich, der hat einen Schnurrbart. Was machen die denn da? Die schauen sich das ganz, ganz genau an, gell? Hat wohl ein Alien hier liegen lassen. Oh, guck mal, der kann sich so... Oh mein Gott, der kann sich sogar da reinsetzen. Hat er ein echter Enderman. Oh mein Gott, der versucht, glaube ich, den Johann auch. Voll gemütlich hier. Komm rein, sagt Konstantin. Oh, was macht der? Okay, jetzt will der Johann auch reingehen. Ich will das mir nicht mehr angucken. Was macht der da? Was ist das? Hör auf zu lachen. Oh mein Gott. Ich bin eine Hexe. Die Wilhelmine. Oh nein. Ach ja, okay, komm. Die Wilhelmine hat einfach den anderen Enderman verarscht. Oh nein. Die hat mir so leid getan. Hast du gelacht? Eine kleine Katze. Ja, ja, aber du hast schon gelacht, ich weiß nicht, gell? Das war wirklich so ein richtiges Mitleidslachen. Was für Mitleidslachen, das war schon witzig. Das war echt eine Hexe. Und der arme Johann wurde einfach vom Konstantin. Komm jetzt hier hin und halt einfach deine Schnute, du Pute. Okay, los. Game Mode 0. Ich stehe auf dem Kreis. Sag Bescheid, wenn ich was machen soll. Und jetzt möchte ich gerne von Ihnen, dass Sie sich vorstellen. Das lustigste Lachen, was es nur gibt. Bitte treten Sie ein. Bei mir geht es nicht. Mach mal manuell auf. Oh, der sieht am Anfang immer so traurig aus. Aber jetzt ist er wieder glücklich. Treten Sie ein. Okay. Was ist das? Was ist das denn? Bei mir ist das voll dunkel, das Bild. Ist bei dir auch so dunkel? Du musst weiter nach oben gucken. Ah ja, genau. Achtung. Das bin ich einfach. Der hat so eine Sonnenbrille an. Schon cool eigentlich. Aber hat mich noch nicht zum Lachen gemacht. Was ist das? Oh, eine Ziege! Und jetzt das Letzte, bitteschön. Gehen Sie durch. Drück mich! Oh mein Gott, mein Spiel ist hängen geblieben. Was? Oh mein Gott, ich bin in so einem Tunnel. Oh, hä? Ich bin in so einem Tunnel und fall für immer und ewig runter. Was ist das denn? Hä, nice, Mann. Hä, das ist wirklich cool. Musstest du lachen? Ja. Ist es ein lustiger Tunnel? Es ist schon lustiger, ja. Ich finde die schon cool eigentlich. Also, ich fall hier die ganze... Jetzt bin ich tot. Sorry. Okay. Ja, also die Bilder waren nicht so lustig, aber der Tunnel war lustig. Ach so, guck mal, der Tunnel ist sogar über deinem Haus. Über den Wolken. Der Tunnel. Ja, ich hab's schon gesehen. Okay, du bist... Alles klar, ganz simple Sache wieder. Stellen Sie hin und werden Sie müde. Zeuge. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Nein. Hey, du bist doch zu Hause. Stell dich hin und schau dir das jetzt an. Es geht los in 3, 2, 1, los! Nö, ich drück den jetzt nicht. Okay, ich drück. Guck mal, wie dick die ist. Ja, nicht schlecht. Garfield einfach. Das Garfield in Real Life. Die
passt da kaum durch, Mann. Aber warte, guck dir die mal an. Zack. Das bist einfach du, Alter. Mit diesem Spargel im Mund. Runterspringen, runterspringen. Spring runter. Ja, na, toll. Wow, nach oben. Oh mein Gott, der haben einfach keine Augen. Alter, lol. Alter, lol. Richtig gruselig. Ja, jetzt musst du nach oben drücken. Drück auf den Knopf. Ah. Jetzt bist du gestorben. Es ist so low. Es ist so low. Du hast gedacht, du kommst nach oben. Aber dabei bist du gestorben. Und du hast gelacht. Du bist so dumm. Du hast bei dem Spargeltypen hast du gelacht, gell? Halt einfach die Schnute und komm jetzt. Oh nein, ich muss jetzt improvisieren, weil ich habe mein Dingskin nicht mehr. Mein Opa-Skin, warte. Du hast dein Opa-Skin verloren. Ich muss jetzt improvisieren. Musst du wieder mal ein paar Witze oder so ein paar lustige Sachen vorlesen? Wer weiß, wer weiß. Improvisier jetzt. Da wollte der Lars nach oben. Was bekommt denn da die ganze Zeit Schaden da drin? Ist da alles in Ordnung hinter den Kulissen? Oh mein Gott, die Witze sind gut. Okay, let's go. 3, 2, 1 drücken. Immer für einen Lacher gut. Immer für einen Lacher gut. Ich habe heute ein paar witzige Witze rausgesucht. Lalalala. So, und dann setze ich mich hier hin auf meinen Opa-Stuhl, obwohl ich kein Opa bin, mit meinen nicen Badeklamotten und erzähle jetzt ein paar witzige Witze. Sind Sie bereit? Ja. Sind Sie bereit für ein paar witzige Witze? Ja. Sagt die Oma zum Jungen, mein Junge, schmeckt dir das Bonbon? Der Junge sagt, ja, es ist lecker. Sagt die Oma, komisch, der Hund hat es immer ausgespuckt. Oder, ich habe meine Oma in der Sauna vergessen. Hilde Gard. Oh nein! Der ist so schlecht. Hildegard. So schlecht. Ja, die gute Hilde, ne? Oh mein Gott, hier. Wie heißt deine Oma auf Chinesisch? Oh nein. Kann kaum kauen. Heißt sie kann kaum kauen. Kann kaum kauen. Ah, es ist low. Aber musstest du ein bisschen laufen? Ja, ich hab schon bei Hildegard habe ich schon einen kleinen Lacher hingelegt. Hildegard. So, das muss man kurz ziehen lassen. Ja, das zieht wirklich wie ein guter Tee eigentlich. Hildegard. Oh. Okay, dann setzt du dich wieder bei mir hin. Was ist das da? Bei mir fliegen da so komisch. Na, egal. Okay, bist du ready? Nee. Ja, okay, let's go. 3, 2, 1. Oh, hallo, hi. Oh, nein. Guck mal, ich habe übrigens nicht. Heute 3 neue Haustiere geholt. Willst du meine Haustiere sehen? Jetzt kommt erstmal ja. Gary. Gary, komm raus. Oh, da ist Mr. Krabs rausgekommen. Oh, Krabby. Ah, er geht gleich mal los. Tschüss, Krabby. Nee, den wollte ich dir gar nicht zeigen. Ich wollte dir Gary zeigen. Gary, komm schon. Gary. Gary, geh weg. Was wäre das letzte Haus? Das hier ist Gary. Das ist doch nicht Gary. Einfach so ein Hai, gell? Und so, so ein Stupido. Und so ein Leguan. Der Leguan hat mich schon zum Lachen gebracht. Das war ein glatter Punkt. Ja, das hast du gut gemacht. Gute Performance. Warte, ich muss kurz meinen Skin wechseln einfach. Okay. Gary! Warte. Okay, dann let's go. Öffne die Tür. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Der Wald. Baum. Baum groß. Baum schön. Aua. Aua. Aua, ich bin ein Geist. Aua. Ist der gerade gegen den Baum gelaufen, hat 3-mal den Baum kaputt gemacht. Warst ja, du der Geist? Schon. Das war der Witz. Der Bruno. 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 War das ja, der das Bruno gerade? Achso. Ja, ich weiß nicht. Das war eine schwache Performance. Das war sehr, sehr schwach. Der hätte so, als ob dieser Baum auf den so drauf fällt, gell? Ah, okay. Nee, sagen wir einfach mal ja. Ich hab leider nichts gesagt. Sagen wir einfach ja.
Es ist eine schwache Performance gewesen, das gebe ich offen und ehrlich zu, aber ich bin ein guter Geist normalerweise. Ja, normalerweise bist du echt ein guter Geist. Junge, das ist aber der Geist. Okay, gut, dann bin ich als nächster dran. Ja, das ist einfach der Junge. Geist, das Junge, das ist aber der Junge. Okay. Okay, Geister, oh, ist einfach der Junge. Okay, jetzt stell dich hin. Ich sag dir Bescheid, wenn du aufmachen kannst, okay? Ey, wir haben verkehrt rum gestartet. Das ist dir aufgefallen? Verkehrt rum gestartet? Ja, hier ist einfach das Schild. Hier starten. Ja, let's go. Okay, drei. Are you ready? Dun, 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 dun. Aua. Okay, warte. Bist du ready? Yeah, baby. Drei. Baby? Zwei. Okay. Eins. Go. Boah, Junge, hier ist ja richtig viel gebaut, ey. Hallo? Guten Tag, hallo? Ich bin auf der Suche nach einem Bären. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Ich muss einfach lachen. Wo ist der Bär? Oh mein Gott, hinter dir! Ah, der Bär! Oh mein Gott, da ist der Bär! Oh, oh, oh nein, Hilfe! Der Bär! Ich bin der Bär! Ich muss halt einfach lachen, weil ich vergessen habe, dass wir hier eine Nicht-Lachen-Challenge machen. Weil es einfach witzig war. War mein Kostüm witzig. Ja, ist geil. Aber das Ding ist halt einfach, das ist so, als hättest du so ein richtig hartes Brett an, weißt du? Ja, sieht so richtig so dumm richtig aus, schlecht, gell? Richtig schlecht. Ja, ja, aber komm, den hast du. Hey, dann habe ich ja jetzt in jeder Runde einen Punkt bekommen. Ernsthaft? Ja. Dann habe ich ja im Prinzip ja gar keine Chance mehr jetzt. Aber du kannst nochmal einen Ehrenpunkt. Du kannst immer noch zweiter Platz werden. Kannst du auch zweiter Platz werden. Oh, hier steht sogar dran, hier starten, aber wir haben falsch herum gestartet. Naja, egal. Okay, dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, okay, einfach die Pforte öffnen. Manege frei! Hast du jetzt gedrückt? Ja. Okay, dann geht's jetzt los. Uff, ich habe Hunger. Ich habe einen Hunger. Wer ist denn das? Wie sieht denn der Charakter aus? Okay, gut. Ah, da ist was. Hat er da was in der Kiste gefunden? Ein bisschen Steak. Du musst es fühlen, fühl das richtig. Futter? Oh, okay. Also, Ein Hamster, oh, ich liebe Hamster. Oh, hey, gib Futter. Nimm das. Hier, nimm das. Hä, spricht der Hamster mit ihm? Der Hamster sagt, danke. Oh, oh, da sind nochmal zwei auch Hamster. Ich haben wollen, Futter, Futter. Futter mehr. Okay, ihr auch noch. Oh, er füttert. Oh, da kommt noch ein Hamster von da oben. Und mehr. Da ist noch ein Hamster. Und da Futter. Ist noch ein Hamster. Oh mein Gott, das sind mehr. Richtig viele Hamster. Mehr Futter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab nichts mehr. Oh mein Gott, das sind voll viele mehr. Hamster. Oh mein Gott. Okay. Ey. Hilfe! Oh mein Gott, sind das viele! Oh nein, ich liebe Hamster! Warum macht ihr das? Oh. Ja. Okay, ich verstehe. Guck mal, die rasten richtig aus. Ah, das ist ein Kannibal. Ah, lol! Die rennen dem halt echt so richtig hinterher wie so eine Herde, gell? Okay, naja, gut. Das aber es war einfach nur ein Mitleidspunkt jetzt gerade. Eigentlich auch ein Mitleidspunkt, aber ich mag auch Hamster. Aber damit, meine werten Damen und Herren, ist es mal wieder entschieden. Ich habe diese Runde gewonnen, denn Lars hat bei jedem gewinnt. Mal gelacht. Ja, und Lars hat beim letzten Mal gewonnen. Und falls ihr eine weitere Folge haben wollt, gebt einen Daumen nach oben. Wir machen euch eine. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Bleibt gesund. Und ciao, ciao. Oh, der Leguan greift mich an. Alter, Junge. Aua.